So, hallo und alle zur nächsten Folge von Minecraft Legend. Und heute ist die Folge nach dem Livestream mal wieder. Und ich kann mal kurz zeigen, für diejenigen, die es nicht gesehen haben, was im Livestream so los war. Wir haben ein bisschen das Lager hier unten fertig mit weiter ausgebaut und wir sind ein bisschen rumgeflitzt, haben Level besorgt, nochmal noch einen Gegenstand identifiziert. Zunächst mal bei der Rüstung haben wir hier irgendwo, da, Schuhe. Großartige Schlachtbeinschienen im sehr guten Zustand und hier Protection 4 und Unbreaking drauf und das ist echt heftig. Und wir haben auch nochmal Kettendinger identifiziert und ich finde, das lohnt sich fast gar nicht für einen, sonst mal Kristall. Kristall Protection 1 drauf und das kostet halt 5 Level kostet das und auf dem hier bei Eisensachen kostet es 15 Level, das ist viel zu teuer eigentlich fast. Und da ist es eigentlich fast sinnvoller, sich die Epics zu schnappen und zu entzaubern. Übrigens, was wir auch noch gesehen haben, bei dieser Plattenhose hier, wenn man die anzieht, dann gibt ein zusätzliches Leben unten, wie man sehen kann hoffentlich. Das Herz wird auch noch voll gemacht, deswegen, naja, schon mal nicht schlecht, ne? Aber ich werde es trotzdem jetzt nicht anziehen, wenn ich hier so rumlaufe, weil sonst geht die kaputt und das wäre blöd. So, wir brauchen noch irgendwie eine vernünftige Version, wo man, sich einfach Level besorgt und dass das recht zügig geht. Das Problem ist aber einfach, wie macht man das am besten? Quartz Farm Nether ist blöd, weil das ist alles komplett zerbombt, weil da schon 10.000 Leute vor dir drin waren. Du musst eine 500.000 Blöcke laufen, bis du da überhaupt mal irgendwo hinkommst und deswegen scheitert das so ein bisschen aus. Ich weiß nicht, wie ich sonst noch sehr effizient und zügig Level farmen kann. Ja, man kann Cobblestone schmelzen und alles, aber das reicht doch auch alles nicht aus. Das ist doch alles viel zu wenig auf Dauer. Nein. Ich wollte eigentlich noch diesen einen Epic-Gegenstand hier identifizieren, aber das hat noch nicht dazu gereicht, leider. Ja, dann da brauche ich wieder 30 Level. Beziehungsweise nochmal mehr Level, um halt erstmal die Smaragdkristalle zu machen und dann halt die 30 Level, um den zu verzaubern in dem Sinne oder da dann das rauszukriegen. Es lohnt sich also, wie es aussieht, nur für Legendary oder höher wirklich die Dinger zu verzaubern. Also Epic ja, aber Legendary und höher lohnt sich erst. So, dann kann ich mal ganz kurz zeigen, auch was wir unten gemacht haben für unser neues Lager in dem Sinn. Ich wollte mal kurz ein bisschen entrümpeln. Mossstones und das ganze Zeug, das kann ich auch gerade mal raus. Und so. Die Banner tue ich auch mal raus, die standen hier ja, die habe ich einfach mal abgebaut. Das Sein kann so raus. Und das Lager ist größtenteils schon fast fertig. Wir haben ordentlich was gebaut, dann geht man ganz los runter. Tada. Na, wie sieht das aus? Komm schon, kann man gelten lassen, oder? Doch, kann man gelten lassen. Ein bisschen rumgehe. Müsste ganz gut sein. Ich glaube, das wird ein schöner Screenshot. Okay. So. Damit haben wir uns einen kleinen Screenshot geschossen fürs Thumbnail. Und wir haben ein bisschen rumgewurschtelt und ich wollte es so ein bisschen, verwuchert aussehen lassen. Elfisch, ein bisschen dreckig. Da oben läuft es mag rum. Nein, das ist nur das Item, was rumbackt. Und deswegen die Deckel so ein bisschen eingedellt, ein bisschen schmutzig, Erde, Papier rein, Glowstones halt für Licht und ja, halt Lianen mit rein, Kürbisse und hier die Kisten dann, wo Sachen reinkommen. Ich habe noch Platz gelassen, sodass wir die Kisten miteinander stapeln können. Hier kommt dann so ein bisschen unwichtigeres Zeug rein, also das, was praktisch hinten liegt und was hier nicht reinpasst. Hier oben ist so das Wichtigste, wo man mal dran muss. Wenn man was Spezielles oder so braucht oder keine Ahnung was, dann muss man halt mal kurz runter ins Lager gehen und es ist hier halt Bricks drin, Erde, Holz, Cleanstone, Cobblestone, Mossstone, Slabs, normale Soils, Stämme und so weiter und so fort. Der Boden ist so ein bisschen unordentlich und die Decke, ja. Eventuell hätte ich gedacht, dass man den Boden vielleicht noch an der Decke anpassen kann, aber na, ich lasse erstmal so. So läuft es sich irgendwie am besten und keine Ahnung, ist wirklich ein Gewusel und Gefusel gewesen, aber ich bin ganz zufrieden mit. Doch, ist okay so. Kann man so lassen, denke ich. Eventuell kann man hier noch was reinstellen, Kürbis oder so. Da auch nochmal einen Jack-O-Lantern reingesetzt. Naja. Jedenfalls, das war so das Ding und da habe ich ein bisschen Mühe nochmal mitgegeben und das war so das, was da gebaut wurde. Und eine Sache, die mir auch noch eingefallen ist, die Vines sind jetzt hier runtergewachsen von der letzten Stelle, die letzte fehlende Stelle des Baumes, wo ich oben den Stamm so ein bisschen verziert habe. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen hier hochkraxeln und dann erstmal Glowstones dran setzen, damit das so aussieht wie hier drüben überall. Und auch ein paar Strings muss ich mitnehmen. Zunächst mal Erde als Treppe zum Hochstecken. Habe ich irgendwo da vielleicht nur so zwei Stacks, dann Schaufel habe ich, dann brauche ich Strings. Ups. Und den Glowstone habe ich noch dabei. So, jetzt kann ich mal hier
Na, endlich mal das Ding wegessen. So. Steaks unten rein. Dann. Wo haben wir Strings? Da. Und jetzt heißt es hochstecken. Dann ist auch schon das Haus von der äußeren Geschichte ja fertig. Ja doch, das Haus ist von der äußeren Geschichte fertig, sobald ich das hier fertig habe. Denn oben muss halt, ja klar, die Baumkrone noch drauf, aber es ist jede Menge an Blätter, was halt drauf geklatscht werden muss. Und ja, so die Wurzeln von Form da, die Innenrichtung kommt dann. Aber im Wesentlichen, ich gehe mal erstmal ganz fix hier hoch und setze die Glowstones dran. Bam, bam, so praktisch im Hochspringen. Wir machen was am besten. Vielleicht, ja, so. Und hier für die Seite brauche ich dann dementsprechend den String. So. Dann, kann ich vielleicht da einen dran setzen? Ich höre, ist das richtig rum? Oder wächst der jetzt weiter runter? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Ich glaube, der wächst weiter runter, ne? Deswegen mache ich das. Hä? Kann ich es nicht vorne dran setzen? Ich bin verwirrt. Da baue ich halt wieder ab. Ich dachte eigentlich, dass das jetzt hier vorne einfach weiter runter wächst. Okay. Ich hoffe mal nicht. So in der Art, dann kann ich irgendwas noch da einen dran setzen und das Drinks. Jetzt nicht mehr darunter wächst. Hier eventuell weiter oben. Und dann gibt es ein Dorf. Villager sind ausgestellt, übrigens habe ich gehört. Für diejenigen, die sich wundern. Es gibt im Moment keine Villager mehr, wie ich das mitbekommen habe. Die wurden ausgestellt, damit man sich nicht so einfach Emeralds ertraden kann. Für die Identifizierungsgeschichten. Was gut oder schlecht ist. Ist jetzt Ansichtssache, aber ups. Ach. Aber ansonsten, ja, nur so nebenbei. Ich wollte es mal erwähnen. So, komme ich wieder rüber. Und zwar hier einen dran, dann String. Habe ich dann alles hier? Alles fertig? Da hängt hier hinten wieder. Das letzte Stückchen. Das ist das Haus von außen fertig. Obwohl, man kann immer was verbessern. Dann mal einen Block abändern oder hier mal was abändern. Aber so im Wesentlichen von der Form schickt das schon. So, hier wollte ich mal einen kleinen Tacken runter machen. Tiefer nochmal. Zack, sowas in der Art. Jetzt kann ich hier rückwärts gehen, abbauen. Und ja, hier auch abbauen. Nein! Ja, ich weiß, ich werde immer wieder runterfallen. Ich mache gerade so einen Kartenbau, das Ding da weg. So, dann ist das ganze Ding mal abgebaut. Diesen Vorteil habe ich ja, ich kann mal zwischendurch so ein kleines bisschen cutten und ja, das Haus ist jetzt wirklich rundherum unter 360 Grad sicht fertig. Und ich sehe gerade, hier ist so ein komischer Baum drauf. Habe ich den hier nochmal drauf gebaut oder so? Ich baue den auch nochmal gerade weg, weil der sollte da, glaube ich, auch nicht sein. Und ich komme da nicht hoch. Dirt-Treppe for the win. Und meine Deer-Axt, die bald kaputt geht. Und das ist blöd. Das war, wie gesagt, vom Dorf ertradet. Und naja, ist leider außen vorbei. Ertraden geht nicht mehr. Oh, das ist so schade. Naja. Zum Glück habe ich noch ein paar Deer-Brustpanzer gleich schon im Voraus gesichert. War nur eine Frage der Zeit, bis es ausgestellt wird, weil es schon OP, sich dir Sachen so einfach zu erfahren. Naja. Ich hätte das so geheim machen müssen. Niemals erzählen dürfen, dass Villager Trades waren. Haha. Habe ich so stackweise Diabrust. Okay, stackweise. Nee, ist blöd. Aber doppelkissenweise Diabrustpanzer. Muhaha. Keiner bist du woher. Bisschen Game mal hinterher fliegt, dann wirst du das auch. So. Das hier verschwindet dann. Und, wie sieht es jetzt aus? Besser. Besser, also es geht weg. Ja, hier oben halt jetzt jede Menge Blätter, die noch dran müssen. Ich muss da mal eine Grundform oder so ziehen. Das sieht aus wie so ein, keine Ahnung, so eine Sommerfrisur vom Baum oder so. da müssen wir was machen. Aber, naja. Eventuell bei der Deko. Bei der Deko tue ich mir ein bisschen schwer gerade.
Denn ich weiß noch nicht, übrigens, die habe ich hier nicht gebaut. Ich finde, die passen nicht so. Bei der Deko. Ja, ich werde mich da nochmal so vielleicht dran setzen und mal so ein bisschen aufs Screen halb gucken, wie es aussieht. Was hier damit rein soll. Ich versuche ein paar Armor-Stands mitzumachen. Ich weiß gar nicht aus, wie man Armor-Stands macht. Das ist nicht so gut. Ups. Ich will nicht nur das Ei loswerden, was hier rumliegt. Bett bleibt hier unten, denke ich mal. Also Schlafecke hier. Und ich habe auch überlegt, den Boden, so wie ich es hier gemacht habe, da, hier die Decke so ein bisschen vielleicht bei dem Ofen anzupassen. Es soll so ein bisschen nach Schmiede halt aussehen, nach dreckig, uneben, steinig. Vielleicht da hier und da mal ein bisschen Holz mit drin und so, aber ich werde es nochmal vielleicht anpassen, wie hier unten von dem Ding da die Decke war. Und ja, hier vorne, wo soll so ein ganz kleiner Handelsplatz hin, eventuell, dass ein paar Kisten da stehen, kaufe und verkaufe und dann können Leute Sachen reinlegen und rausnehmen, wenn sie traden wollen, so eine Art. Das heißt, dass sie auch tauschen können, wenn ich eigentlich nicht da bin. Und ja. Deko hier ist fragwürdig. Und ich bin immer noch unschlüssig, was ich oben im Haus mache. Ziemlich. Und Leute meinten auch, ich sollte mal nochmal das Heiligtum zeichnen. Das Problem bei dem Ding ist nur, es wurde, glaube ich, nicht weitergebaut. Oder warte mal, ich glaube, die Quests wurden erneuert. Ich meinte, ich hätte was gesehen. Das, was Neues hier oben? Nö. Also, wie gesagt, was hier rein soll, bin ich mir noch unschlüssig. Weiß noch nicht. Ansonsten kann ich halt alles doppelt machen. Also, hier oben auch nochmal sauber tuschen. Keine Ahnung was, dass ich mich zur Not auch immer verkriechen kann. Wenn irgendwie, keine Ahnung, unten dicke Luft ist oder so. Naja. Wenn man genug Ressourcen hat, geht das ja. Flupp, einmal runter geht's so. Und zwar der neue Quest, der war hier vorne irgendwo. Glaube ich. War das so richtig? Bin mir da gar nicht sicher gerade. Zunächst mal die Schilder sind einerseits erneuert worden. Also es sieht allgemein anders aus. Und hier vorne ist auch noch ein Punkt einlösen vom Nexus-Kampf. Also im Nexus-Kampf kriegst du Punkte. Und davon kannst du dann Sachen bekommen. Und für Kills zum Beispiel, ja, gibt's, wie gesagt, Punkte. Die kannst du dann eintauschen. Und genau, machst einen Kill, kriegst einen Punkt oder so. Und wenn das Team halt... ja, 20 Kills gemacht hat, kann der König dann hingehen und für diese 20 Punkte dann hier sich einen Diamant holen. Unter anderem ein neues Shop-System. Kisten kann man nicht reingucken und alles. Und hier ist, wie gesagt, die neue Schilderwand, halt mit Diablöcken, ein bisschen anders gestaltet. Hallo Legenden, herzlichen Glückwunsch, ihr habt die vorherige Aufgabe erfolgreich erfüllt. Ich möchte euch nun erneut auf die Probe stellen und eine neue Aufgabe stellen. Steht die Sonne im Zenit des 10. Tages des 5. Monats soll euer Reich auf einer Karte 8x8 zu sehen sein. Auch habt ihr mit dem Bau von einem geräumigen Heiligtum zu beginnen. Dann später der Einzug. Okay, also dieses 500x500 heißt, ist auf geräumig geändert worden. Und wir sollten eine Karte haben. Und die ist wahrscheinlich vorne bei uns im großen Baum, deswegen gucke ich gleich mal vorbei. Damit später euer Gott Einzug halten kann. Es sollte einem Gott angemessen errichtet sein. Sollte diese Aufgabe nicht rechtzeitig beenden, so wird dies eures Gottes Zorn auf sich ziehen. Viel Erfolg. Okay, in dem Sinne wurde es also abgeändert. Und die Karte, die müsste vorne... Also wir haben schon die 10. rum. Deswegen müsste das hier vorne irgendwo drin sein. Moment. Im großen Baum. Oder ist das... Ja, hat auch noch einer gebaut. Das müsste der richtige hier sein. Hier lang? War das da? Ja. Stimmt schon. Hier vorbei und dann geht das in unseren großen Baum rein. Hier vorne ist so eine kleine Schilderwand, wo drauf steht, wer mittlerweile in den ganzen Bäumen oder in den Stockwerken drin wohnt. Und mittlerweile haben wir schon 5 Stockwerke fertig. So, und irgendwo hier war eine Karte oder so. Ach, da haben wir die Karte. 8x8. Ist das wirklich 8x8? 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, sogar 9. 9x9. Und hier ist das dann zusammengebaut. Und hier hat man praktisch dann die Karte des Reiches, sozusagen, die man sehen kann. Wir sind gerade aktuell da. Das Problem ist, ich bin gerade so klein, ich kann das gar nicht sehen. Ich erlaube mir mal ganz kurz, mich hochzubauen. Denn da, wenn wir jetzt hier drehen, sieht man, glaube ich, so ein bisschen... Ne, sieht man nicht. Jedenfalls, wir sind da. So, dann ist das da hier mein Haus. Dieser kleine Punkt hier ist mein Haus. Das hier ist der Baum, wo wir sind. Und das hier ist praktisch der Spawn. Dann... hier ist der andere große Baum. Hier oben entsteht auch nochmal ein großer Baum.
Oder warte mal kurz, ist das Rathaus abgerissen worden? Das war auch das Rathaus hier. Und das Rathaus abgerissen? Ich werde gleich irre. Und das hier war die Taverne. Aber das Rathaus ist, glaube ich, abgerissen worden. What? Was ist das eigentlich hier unten alles? Das Farmen? Sieht sehr nach Holz aus. Ich muss mal auf der anderen Minimap gucken. Hinten sind weitere Farmen noch angelegt. Alter, ich glaube, unser Haus ist eingerissen worden. Meine Stoppuhr hat gerade den Geist aufgegeben. ja. Jedenfalls hast du der grobe Überblick und... Jo. Ich gehe mal und check mal das im Rathaus ab. Und ansonsten wäre es das eigentlich auch schon gewesen. Von dieser Folge, denke ich mal. Die lade ich jetzt gleich im Anschluss hoch. Und dann sehen wir uns im nächsten Part, im nächsten Video. Bis dahin, lasst krachen. Und tschüss.